Umra. Umra, geschrieben mit oder ohne H am Ende und am Anfang mit O oder mit U geschrieben, ist es im Islam die kleine Pilgerfahrt nach Mekka. Bei der Umra wird die Kaaba oder die Kaaba siebenmal umkreist. Umra wird im Gegensatz zum Hadsch nicht nur zu einer bestimmten Zeit im Jahr ausgeführt, sondern kann zu jedem Zeitpunkt ausgeführt werden. Umra ist etwas, was den Menschen in einen bestimmten Weihezustand bringt. Und Umra ist nicht ganz dem Hadsch gleichzusetzen, aber ist doch Mandub, also eine empfohlene Handlung. Seine empfohlene Handlung, deren Ausführung belohnt wird, deren Unterlassen aber nicht bestraft wird. So gehört Umra zu den großen Pilgerreisen auf der ganzen Welt. Das Konzept, für eine gewisse Zeit lang den Alltag zu verlassen, auf Pilgerreise zu gehen, sich in einen heiligen Raum zu begeben, an Gott zu denken, den Alltag hinter sich zu lassen, ist etwas, was es überall gibt. Nicht umsonst gibt es auch in Europa so eine Art Bewegung für den Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela.